Am 24. Mai 1565 eröffnete die osmanische Artillerie das Feuer auf Fort St. Elmo. Das war der Anfang der Belagerung von Malta, einer der entscheidenden Schlachten zwischen den Osmanen und den christlichen Mächten Europas. Neben der Artillerie hatte Sultan Süleyman der Prächtige ein Heer von 40.000 Mann geschickt, um die Insel zu erobern, den Orden der Malteserritter ein für allemal auszulöschen und die Stellung des Osmanischen Reiches im Kampf um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum zu stärken. Aber die Malteserritter lieferten den Invasoren zusammen mit maltesischen Milizen und spanischer Unterstützung erbitterten Widerstand. Europa erschauderte, als sich die Belagerung zu einem Abnutzungskrieg von epischen Ausmaßen entwickelte. Noch nie war das Osmanische Reich so kurz davor gewesen, in unmittelbarer Nähe zu Italien Fuß zu fassen. Süleyman der Prächtige trieb die Expansion des Osmanischen Reiches ab seiner Thronbesteigung 1520 unermüdlich voran. Seine Heere eroberten einen großen Teil des östlichen Mittelmeerraumes, unter anderem 1522 die Insel Rhodos, die Niederlassung des Johanniterordens, eines Ritterordens, der nach dem Ersten Kreuzzug in Jerusalem gegründet worden war. Nach dem Fall von Rhodos war der Orden 8 Jahre heimatlos, bis ihm Kaiser Karl V. 1530 Malta als Lehen gab, was ihm auch den neuen Namen Malteserorden einbrachte. Als die Ritter die Insel erhielten, war sie laut Kenneth Seton, einem Experten für die Kreuzzüge und osmanisch-europäische Beziehungen im Mittelmeerraum, eine schutzlose, karge Einöde. Nichtsdestotrotz war es eine neue Heimat und die Ritter begannen umgehend, sie zu einem wichtigen Zentrum der Seefahrt auszubauen. In der Zwischenzeit weiteten die Osmanen ihren militärischen Einfluss auch im westlichen Mittelmeer aus und die barbaresken Korsaren, Freibeuter in den Diensten des Osmanischen Reiches, wurden zu einer immer größeren Bedrohung, ganz besonders ein gewisser Dragut, genannt das gezogene Schwert des Islam. Er lag sich ständig mit den Malteserrittern in den Haaren und griff 1551 zusammen mit dem osmanischen Admiral Sinan Pascha Malta sogar direkt an. Die landeten mit etwa 10.000 Mann auf der Insel, zogen aber schon nach wenigen Tagen wieder ab und eroberten stattdessen die benachbarte Insel Gozo. Anschließend segelte Dragut nach Tripoli, das auch unter der Kontrolle der Ritter stand, eroberte die Stadt und machte sie zu seinem neuen Hauptquartier. Die Malteserritter waren über diesen Angriff schockiert und begannen sofort, ihre Verteidigungsanlagen auszubauen. Sie rechneten jeden Moment mit einem weiteren Angriff. Im Laufe der nächsten Jahre wurde die Lage im Mittelmeer immer angespannter. 1559 gab es im westlichen Mittelmeer kaum mehr eine Küste, die vor Draguts Korsaren sicher war. Er plünderte unter anderem sogar Spanien, was Philipp II. Dazu veranlasste, zusammen mit seinen Verbündeten eine große Flotte auszurüsten, um die Korsaren aus Tripoli zu vertreiben. Auch die Malteser schlossen sich dieser Mission an, aber sie scheiterte. Eine osmanische Flotte unter dem erfahrenen Admiral Piale Pascha überraschte die christlichen Schiffe nahe der Insel Djerba und schlug sie vernichtend. Nach dieser Niederlage rechnete der Großmeister des Ordens, Jean de La Valette, mit dem Schlimmsten. Er ordnete den umgehenden Wiederaufbau der Flotte an und befahl seinen Männern, sich vorzubereiten. De La Valette war sich sicher, dass die Osmanen nun erneut zuschlagen würden, besonders weil europäische Beobachter in Konstantinopel berichteten, dass der Sultan eine gewaltige Flotte zusammenzog. Malta war ein naheliegendes Ziel, weil die Insel nicht nur der Hauptsitz der Ritter und damit der Feinde des Sultans war, sondern durch ihre zentrale Lage auch strategisch sehr wichtig. Sie war das Sprungbrett nach Sizilien, von wo der Weg ins westliche Mittelmeer und insbesondere nach Italien offen stand. Als schließlich einer der berüchtigsten Seefahrer des Ordens, Mathurin d'Aux de Lescou, genannt Romga, auch noch einen osmanischen Handelskonvoi überfiel und dabei die Gouverneure von Kairo und Alexandria gefangen nahm, brachte das Fass zum Überlaufen. Süleyman beschloss, Malta zu erobern und die Malteserritter ein für allemal vom Erdboden zu tilgen. Musik.
Als die osmanische Flotte am 18. Mai vor der Küste Maltas gesichtet wurde, waren die Malteser Ritter bereit. Der Großmeister hatte dafür gesorgt, dass die Vorratslager gefüllt waren und das neue Heim des Malteserordens war für eine Belagerung ideal gelegen. Alles Lebenswichtige befand sich auf den beiden Halbinseln Birgu und Senglea, die nur von der Landseite her zugänglich waren, wo sie je von einem Graben und massiven Mauern bewacht wurden. Im Laufe der letzten Jahre hatten die Ritter vor St. Angelo ihren Hauptsitz verstärkt und zwei neue Befestigungen errichtet, Fort St. Elmo und Fort St. Michael. Diese beiden Festungen waren in weniger als einem Jahr aus dem Boden gestampft worden und türmten nun als Wächter der Stadt an deren schwächsten Punkten. St. Elmo bewachte die Zufahrt zum großen Hafen und St. Michael versperrte jedem Angreifer den Zugang von Süden. Zwischen Senglea und Birgu lag der Galeerenhafen der Stadt. Der Zugang dazu wurde von einer schweren Eisenkette versperrt. Wer es also am neu errichteten Fort St. Elmo vorbei in den großen Hafen schaffte, sah sich mit mächtigen Bastionen, gewaltigen Wällen und einer Kette, die die Zufahrt zum Herzen der Stadt blockierte, konfrontiert. Malta war keine karge, schutzlose Einöde mehr. Als de la Valette erfuhr, dass die Invasion unmittelbar bevorstand, rief er alle Ritter des Ordens zurück nach Malta. Trotzdem war klar, dass der Orden die Insel nicht alleine würde halten können und deshalb bat der Großmeister auch die Mächtigen Europas um Unterstützung, allen voran den Papst und den spanischen König, der wegen seiner Besitzungen in Süditalien und Sizilien ein unmittelbares Interesse an Malta hatte. Beide versprachen den Rittern, Hilfe zu schicken. Während Malteserritter und finanzielle Hilfe aus ganz Europa nach Malta strömten, trafen diejenigen, die schon dort waren, abschließende Vorbereitungen. Sie legten letzte Hand an die Verteidigungsanlagen und rissen die Gebäude außerhalb ein. Außerdem befahl de la Valette, alles Getreide, egal ob reif oder nicht, zu ernten und zusammen mit anderen Vorräten in die Stadt zu bringen. Die Osmanen sollten auf der Insel nichts Essbares vorfinden. Zum gleichen Zweck ließ er alle Brunnen auf der Insel, die die Verteidiger und die Bevölkerung Maltas nicht unbedingt benötigten, mit Tierkadavern verunreinigen. Bis zur Ankunft der Osmanen fanden sich laut dem Historiker Desmond Seward etwa 500 bis 600 Ritter und 1200 Soldaten aus Italien, Spanien und Griechenland auf Malta ein. Dazu kamen zahlreiche Milizen, denn obwohl die maltesische Bevölkerung nicht viel von den Malteserrittern hielt und sie als Besatzer betrachtete, trieb sie die Angst vor den Osmanen dazu, sie zu unterstützen. Alles in allem verteidigten schlussendlich etwa 6.000 bis 9.000 Mann die Festung der Ritter. Malta war eine Knacknuss und die Uhr tickte, denn es konnte jederzeit Verstärkung eintreffen. Am 19. Mai 1565 betraten die ersten 500 Osmanen Malta bei Marsa Sirocco, einem Hafen etwa 6 Kilometer südlich des großen Hafens. Der Großmeister schickte ein Kavalleriedetachement zusammen mit 300 Arkebusieren, um sie zu empfangen, aber nach einem kurzen blutigen Gefecht mussten sich die Malteser zurückziehen. Am nächsten Tag betraten 25.000 weitere Osmanen die Insel und begannen sofort südlich des großen Hafens eine befestigte Stellung zu errichten. Damit waren die Invasoren so zahlreich, dass ein Gegenangriff undenkbar war. Bald sollten sogar noch weitere dazukommen, insbesondere die Korsaren unter Dragut. Dragut war von Süleyman zum Oberkommandanten bestimmt worden, obwohl die osmanischen Feldherren ebenfalls hochkarätig waren. Die Flotte stand nämlich unter dem Kommando von Piale Pascha, dem Helden von Cherba, und die Landstreitkräfte unter dem Befehl des erfahrenen Lala Mustafa Pascha. Zwischen den beiden gab es immer wieder Reibereien, weil Mustafa Pascha vom Sultan spezielle Autorität erhalten hatte. Entsprechend waren sie sich auch alles andere als einig, als sie nach einem Erkundungsritt, der zu ersten Gefechten südlich von Senglea geführt hatte, die weitere Strategie berieten. Dragut war noch nicht eingetroffen, weshalb sie die Sache unter sich ausmachen mussten. Piale Pascha wollte zuerst Fort St. Elmo einnehmen, um so seiner Flotte den Zugang zum Hafen von Marsa Musketo und zum großen Hafen zu ermöglichen.
Mustafa Pascha wollte dagegen zuerst die schlecht bewachte Hauptstadt Medina im Landesinnern einnehmen, damit sie von dieser gesicherten Basis aus gegen die Ritter vorgehen konnten und Fort St. Elmo gar nicht erst einnehmen mussten. Nach langem Hin und Her lenkte Mustafa ein, weil er dachte, St. Elmo zu erobern wäre höchstens eine Sache von ein paar Tagen. Noch am selben Tag begannen osmanische Arbeiter vor dem Fort eine Batterie einzurichten und schon bald eröffneten die ersten Kanonen das Feuer auf die Festung. Osmanische Arbeiter begannen Gräben in den felsigen Untergrund zu schlagen, um das Fort von der Landseite abzuschneiden. Zum Glück der Kreuzritter gingen die Arbeiten nur langsam voran, sodass sie die Garnison von St. Elmo verstärken und mit Vorräten versehen konnten, bevor die Osmanen am 28. Mai auch ihre schweren Bombarden in Stellung brachten. Wenige Tage später, am 2. Juni, traf Dragut mit dem Großteil seiner Korsaren auf der Insel ein. Das gezogene Schwert des Islam schlug sein Lager in der St. Georgsbucht auf. Er war alles andere als begeistert davon, dass zuerst St. Elmo eingenommen werden sollte, weil er das für Zeitverschwendung hielt. Aber nun war es zu spät, um den Plan zu ändern, und so erfüllte St. Elmo seinen Zweck. Es verschaffte den Maltesern Zeit. Jean de La Valette wusste, dass der einzige Weg, diesen Kampf zu gewinnen, Hilfe von außen war. Während seine Männer sich darauf vorbereiteten, möglichst lange standzuhalten, versuchte der Großmeister deshalb, Hilfe zu organisieren. Er bat den Mann, der für die Koordination der versprochenen spanischen Unterstützung zuständig war, Don García de Toledo, Vizekönig von Sizilien, sich zu beeilen. Dieser zögerte jedoch, weil er von König Philipp II. Den Befehl erhalten hatte, nur einzugreifen, wenn dabei die spanische Flotte nicht gefährdet würde. Er hielt den Großmeister hin und bat ihn um Geduld. Neben de La Valette setzte sich auch Papst Pius IV. Bei den Fürsten des katholischen Europas für Malta ein. Er drängte sie, Männer, Geld und Schießpulver nach Malta zu schicken und stellte sogar auf eigene Kosten eine Truppe auf. Aber trotz der mahnenden Worte des Papstes und der Sorge, die die Nähe eines solch gewaltigen osmanischen Heeres in Europa auslöste, passierte vorerst kaum etwas. Menschen und Informationen sicher von A nach B zu bringen, war damals beschwerlich und teuer. Heute ist es dank dem Sponsor dieses Videos, NordVPN, kein Problem mehr. Mit NordVPN ist nämlich nicht nur dein Datenverkehr geschützt, sondern du kannst auch jederzeit von einem Ort deiner Wahl auf das Internet zugreifen. Das erlaubt dir, Preise zu vergleichen und von Angeboten zu profitieren, auf die du von deinem Heimatland aus keinen Zugriff hast. So kannst du zum Beispiel bei Tickets, Mietautos und Hotelbuchungen ordentlich sparen. Wir mögen NordVPN, weil es schnell, einfach zu bedienen und trotzdem sehr sicher ist. Es verfügt auch über einen Bedrohungsschutz, der dich unabhängig von deiner VPN-Verbindung vor unerwünschtem Tracking, bösartigen Websites, infizierten Dateien und lästiger Werbung schützt. Hol dir jetzt über den Link in der Beschreibung 4 extra Monate auf ein 2-Jahres-Abo von NordVPN, unterstützt damit unseren Kanal und profitiere von einem riesigen Rabatt. Für begrenzte Zeit gibt's zusätzlich sogar noch ein 3-Monats-Abo, das du wahlweise an einen Freund weitergeben oder zur Verlängerung deines eigenen Abos benutzen kannst. Alles risikofrei, dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Am 3. Juni eröffnete eine weitere Batterie von der Dragut-Landspitze aus das Feuer auf St. Elmo. Der Beschuss dieser beiden Stellungen war bald so dicht, dass die Janitscharen unbemerkt aus ihren Gräben in der Nähe der Mauer heraussteigen und ein vorgelagertes Ravelin angreifen konnten. Sie nahmen die Befestigung in einem Handstreich und trotz 5-stündigem Kampf gelang es den Verteidigern nicht, sie zurückzuerobern. Das war ein Desaster, denn nun hatten die Osmanen eine befestigte und erhöhte Position direkt vor den Mauern von St. Elmo. Sie errichteten auf den Ruinen des Ravelins eine neue Artillerieplattform und beschossen das Fort aus nächster Nähe. Der pausenlose Kugelhagel, die schier unendlichen Kämpfe und die schrumpfenden Vorräte ließen die Verteidiger schnell ermüden. Nach einem weiteren Sturmangriff am 8. Juni baten die zermürbten Ritter in St. Elmo de La Valette, sich zurückziehen zu dürfen.
aber der Großmeister befahl ihnen auszuharren. Ihm war klar, dass sie auf verlorenem Posten standen, aber er wusste auch, dass die Hilfe des Papstes und Spaniens jeden Tag, den sie die Osmanen aufhielten, ein wenig näher rückte. Bald bröselten die Mauern von St. Elmo und die Ritter konnten zwei weitere Sturmangriffe am 15. und 16. Juni nur mit äußerster Mühe abwehren. Trotzdem war Dragut unzufrieden. Der Angriff auf das Fort kostete viel zu viel Zeit. Also befahl er seinen Schiffen, auch vom Meer aus auf St. Elmo zu schießen und stieg persönlich in die Gräben, um seine Artilleristen anzuweisen, tiefer zu zielen und so die Mauern schneller zum Einsturz zu bringen. Aber seine Ungeduld sollte ihn teuer zu stehen kommen. Die Quellen sind sich nicht einig, ob er von einem Zufallstreffer aus dem Fort St. Angelo niedergestreckt wurde oder ob einer der Kanoniere, die er gerade korrigierte, aus Versehen zu tief zielte und den Korsar am Kopf traf. Jedenfalls erlag das gezogene Schwert des Islam 5 Tage später seinen Verletzungen. Trotz diesem Rückschlag gelang es den Osmanen nun endlich, die Nachschublinie nach St. Elmo abzuschneiden, indem sie eine weitere Batterie auf der Galgenlandspitze errichteten. Damit stand St. Elmo von allen Seiten unter Beschuss und die Lage der Verteidiger verschlechterte sich noch schneller. Als am 21. und 22. Juni weitere Sturmangriffe folgten, konnten sie die Janitscharen nicht mehr daran hindern, sich auf den Mauern festzusetzen. Ausgehungert, erschöpft und mit dem Feind auf den Mauern war der Widerstand am nächsten Morgen reine Formsache. Die Ritter hatten keine Chance, als die Osmanen in das Fort eindrangen und alle Verteidiger töteten. Die Ereignisse, die auf die Eroberung von St. Elmo folgten, sind sehr umstritten. Laut der Archivarin Katrin Deport ließ Mustafa Pascha die Leichen der Soldaten verstümmeln und ins Meer werfen und die Köpfe der Kommandanten des Forts am Ufer aufspießen. De La Valette reagierte angeblich darauf, indem er alle türkischen Gefangenen enthaupten und ihre Köpfe als Kanonenkugeln verwenden ließ. Viele Historiker bezweifeln, dass es tatsächlich zu solchen Gräueltaten gekommen ist, aber das lässt sich aufgrund der Quellenlage kaum verifizieren. Fest steht, dass der Kampf um St. Elmo viele Leben kostete. Laut dem Historiker Bruce Allen starben rund 1500 Verteidiger und 6000 Angreifer, inklusive der Hälfte der Janitscharen. Für die Osmanen war jedoch die Verzögerung schlimmer als jeder Verlust. Sie hatten mehr als einen Monat vertrödelt und nichts gewonnen als den Zugang zu einem Hafen, der ihnen nichts nützte. Die Eroberung von St. Elmo war ein Pyrrhus-Sieg. Am nächsten Tag begannen die Osmanen, sich auf den Angriff auf Senglea und Birgu vorzubereiten. Sie brachten ihre Flotte in den Hafen von Marsa Musketo und transportierten ihre Geschütze auf die andere Seite der Bucht. Dort errichteten sie 4 neue Batterien auf den Anhöhen von Corradino und St. Margret, um auf die Befestigungen vor St. Michael und dem Borgo schießen zu können, dem Wohnviertel am Landende der Birgu-Halbinsel. Als seine Soldaten und Geschütze in Position waren, schickte Mustafa Pascha einen alten spanischen Sklaven zu De La Valette, um ihm freies Geleit für alle Ritter, Menschen und die Artillerie anzubieten, wenn er kapitulierte. Aber der Großmeister wusste, dass er Mustafa Pascha nicht trauen konnte und antwortete, er würde jeden hängen, der es wagte, ihm nochmal ein solches Angebot zu unterbreiten. Ende Juni war immer noch keine Hilfe aus Sizilien in Sicht. Don Garcia ließ sich so viel Zeit, dass man in Konstantinopel schon befürchtete, er stelle eine große Armada zusammen, um gegen Osten zu segeln, solange ein Großteil der osmanischen Flotte in Malta festsaß. Auch im Westen fragten sich viele, was so lange dauerte, und der Druck auf den Vizekönig wurde immer größer. Ende Juli gab er schließlich nach und schickte 4 Schiffe mit Soldaten und Rittern nach Malta. Die Verteidiger atmeten auf, als ein Bote aus Medina am 2. Juli die Nachricht überbrachte, dass 700 Mann unter Melchior de Roble, darunter 40 Ritter und 20 Artilleristen aus Sizilien am Nordende der Insel gelandet seien. Dieser sogenannte Piccolo Soccorso, der kleine Entsatz, machte sich am nächsten Tag auf nach Süden.
Im Schutz einer nebligen Nacht ritten die Männer entlang der Westküste in einem großen Bogen an den Osmanen vorbei und schlichen sich zum Hafen der Engländer, über den sie mit kleinen Booten übergesetzt wurden. Als die Sonne über Malta aufging, waren die Geschütze von Senglea mit neuen Schützen besetzt, frische Kämpfer standen bereit und die Verteidiger schöpften wieder Hoffnung. Das war bitter nötig, denn die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde angespannter. Als die Osmanen am 5. Juli ihre Batterien südlich der Befestigungsanlagen fertigstellten, eröffneten 112 Kanonen das Feuer auf das Borgo und das Fort St. Michael. Unter dem Schutz der Geschütze begannen die Osmanen erneut Gräben auszuheben und sich langsam in Richtung der Mauern vorzuarbeiten. Als sie schließlich auf der Anhöhe von Salvador eine weitere Batterie einrichteten, hagelten die Kugeln von allen Seiten auf die Verteidiger ein. Sie saßen in einem Hexenkessel. Mustafa Pascha begnügte sich keineswegs damit, die Ritter zu beschießen und abzuwarten. Er beschloss, dass nun die Zeit für einen Sturmangriff gekommen war. Mustafa wollte die Senglea-Halbinsel, den schwächsten Punkt der Verteidigung von Land und Wasser, gleichzeitig angreifen. Weil Fort St. Angelo den Zugang zum großen Hafen immer noch versperrte, befahl er seinen Männern, Boote verschiedener Größe aus dem Marsa Sirocco über Land in den großen Hafen zu bringen. Es war eine mühsame Arbeit, aber nach und nach wuchs die kleine Flotte, die hinter dem Coradin zu Wasser gelassen wurde. Die Vorbereitungen blieben natürlich nicht unentdeckt. Um die Schwachstelle in der Verteidigung auszubessern, befahl der Großmeister seinen Männern, entlang des westlichen Ufers von Senglea eine Reihe von Pfählen in den Boden zu treiben und sie mit einer schweren Kette zu verbinden. Dadurch wollte er die Osmanen daran hindern, mit ihren Booten zu landen. Gleichzeitig bauten die Ritter eine Brücke aus Fässern und Brettern über das südliche Ende des Galeerenhafens, sodass sie im Notfall Verstärkungen und Vorräte hin und her schicken konnten. Als die Osmanen am 13. und 14. Juli ein dichtes Sperrfeuer auf St. Michael eröffneten, war offensichtlich, dass etwas im Gange war. Der Angriff begann in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages. Die besten osmanischen Kämpfer, laut Setten waren es rund 3000, bestiegen etwa 100 Boote und ruderten los. Gleichzeitig rückten die Korsaren gegen St. Michael vor. Die Verteidiger erwarteten die Boote, die langsam näher kamen, angespannt und atmeten auf, als ihre Ketten hielten. Die Sperre zwang die Osmanen, ins Wasser zu steigen, wobei ihr Pulver nass wurde. Während sie mühsam ans Ufer warteten, bewarfen die Verteidiger sie mit Steinen und drängten sie mit ihren Spießen zurück ins Wasser. Trotzdem schafften es die zahlenmäßig überlegenen Osmanen ans Ufer. Der Kampf tobte an beiden Fronten heftig und bald mussten die Verteidiger zurückweichen. Als bei St. Michael, wo Melchior de Roble mit seinen Männern die Angreifer bis jetzt tapfer zurückgehalten hatte, auch noch ein Pulverlager explodierte und ein Teil der Mauer einriss, schien die Lage hoffnungslos. Aber nun zeigte sich der Wert der neu gebauten Schiffsbrücke. 5 Einheiten eilten zur Verstärkung herbei und stellten sich zwischen die abgekämpften Verteidiger. Damit kam die osmanische Welle endlich ins Stocken. Aber noch waren die beiden Paschas nicht fertig. Sie schickten 10 weitere Boote mit etwa 1000 Janitscharen, die ganz an der Spitze der Halbinsel landen und den Verteidigern in den Rücken fallen sollten. Dieser Umgehungsversuch scheiterte jedoch an einer tiefliegenden Batterie in der Nähe der Kette, die den Galeerenhafen versperrte. Die war bisher nicht bemerkt worden und eröffnete nun aus dem Verborgenen das Feuer auf die Boote mit den Janitscharen. Innerhalb kürzester Zeit schickte sie 8 Schiffe und 800 Soldaten auf den Grund des großen Hafens. Damit wendete sich das Blatt. Der Angriff vom Wasser aus wurde immer aussichtsloser und auch die Korsaren vor Fort St. Michael mussten einsehen, dass sie keine Chance hatten. Nach rund 5 Stunden flachten die Kämpfe ab und die Osmanen zogen sich zurück. An diesem Tag allein verloren die Osmanen rund 4000 Mann. Langsam aber sicher wurde die Belagerung zu einem Zermürbungskampf.
Papst Pius IV. Und die Menschen Europas waren schockiert über den Verlauf der Belagerung. Die Lage der Verteidiger wurde immer brenzliger und damit das Risiko, dass Malta in die Hände der Osmanen fiel, immer größer. Und jeder wusste, wenn die Osmanen Malta erst einmal kontrollierten, konnten sie jederzeit von Süden her das Festland angreifen. Europa würde ständig in Angst und unter Waffen leben müssen. Um das zu verhindern, tat Pius alles, was in seinen Kräften stand. Aber das Auftreiben von Geld und Unterstützung ging nur schleppend voran, weshalb er beschloss, auf andere Weise zu helfen und einen vollkommenen Ablass für all diejenigen zu erlassen, die ihr Leben für die Verteidigung von Malta gaben. Wenn er schon nicht die leeren Vorratskammern und Pulvertürme füllen konnte, dann wollte er wenigstens die Moral der Verteidiger heben. In Malta gaben die Osmanen die Idee, die Kreuzritter mit einem Sturmangriff zu überwältigen, vorerst auf. Sie beschlossen, auf eine Strategie zu setzen, die weniger riskant war und weniger Leben kostete. Die Idee Mustafa Paschas war, die Ritter völlig von der Außenwelt abzuschneiden und die Befestigungsanlagen, vor allem die von St. Michael, so lange zu beschießen, bis sich eine große Bresche auftat. Kugelhagel, Ermüdung und Hunger sollten die Verteidiger zermürben. Obwohl die Ritter massive Verluste erlitten hatten und völlig erschöpft waren, arbeiteten sie mit Hochdruck daran, die Verteidigungsanlagen zu reparieren und Schwachstellen zu verstärken. Um die exponierte Südostseite des Borgo zu schützen, ließ de la Valette die Bastionen von Kastilien und Deutschland verstärken und die Zufahrt zum Hafen der Engländer blockieren. Dazu versenkten seine Männer Schiffe, die mit Stein beladen waren, in einer Linie quer über die Bucht und verbanden sie mit Ketten und Ankern. Damit war es fast unmöglich, sich dem Borgo vom Wasser aus zu nähern. Am 24. Juli hatten die Osmanen ihre Linien schließlich so weit geschlossen, dass die Malteserritter komplett abgeschnitten waren. Sie konnten nur noch über mutige Schwimmer, die unter größtem Risiko heimlich die Bucht überquerten, mit der Außenwelt kommunizieren. Aber wie sich herausstellte, waren die Verteidiger nicht die einzigen, die im Verborgenen operierten. Ende Juli bemerkten sie plötzlich Bewegung unter dem Fort St. Michael. Sofort war ihnen klar, dass die Osmanen sich nicht nur über der Erde, sondern auch darunter zu den Verteidigungsanlagen vorgearbeitet hatten. Die Osmanen waren schließlich berüchtigt dafür, auf Minen zu setzen. Um das Schlimmste zu verhindern, gruben die Verteidiger so schnell und leise es ging einen Tunnel. Und tatsächlich, die Osmanen hatten unbemerkt zwei Minen bis unter die Verteidigungsanlagen gegraben, die nur darauf warteten, mit Pulver gefüllt zu werden. Als die Verteidiger in die Tunnel eindrangen, kam es zu einem heftigen unterirdischen Kampf, in dem die Mineure auf engstem Raum verzweifelt um die Kontrolle rangen. Schließlich gewannen die Verteidiger die Oberhand. Nachdem sie die Osmanen zurückgeschlagen hatten, schafften sie schwere Steine herbei und mauerten die beiden Durchgänge zu. Für den Moment war die Gefahr gebannt. Es waren nicht nur die Verteidiger, die unter den anhaltenden Kämpfen zu leiden hatten. Auch den Osmanen gingen die Vorräte aus und noch dazu kamen sie zunehmend unter Druck, weil sie jeden Moment mit dem Eintreffen einer Entsatzarmee rechnen mussten. Als ihre Kanonen am 2. August eine weitere Bresche in den Bastionen von St. Michael öffneten, versuchten sie deshalb, die Gunst der Stunde zu nutzen. 5 Wellen osmanischer Infanterie brandeten innerhalb von 5 Stunden gegen die Mauern. Melchior de Roble und seine Männer taten ihr Bestes, um sie zurückzudrängen, aber mehr als 20 Janitscharen schafften es auf die Mauer, wo es zum blutigen Nahkampf kam. Nach langem Hin und Her gewannen die Verteidiger das Handgemenge und warfen die Osmanen ein weiteres Mal zurück. Aber trotz der erfolgreichen Abwehr schien die Lage für sie nun hoffnungslos. Ihre Verteidigungsanlagen waren mancherorts nicht mehr als ein Haufen Steine. Sie wurden mit jedem Gefecht weniger und noch immer war keine Hilfe in Sicht. Als dann auch noch ein spanischer Soldat aus der Stadt floh und zu den Osmanen überlief, rechnete de la Valette mit dem Schlimmsten. Wie erwartet berichtete der Überläufer Mustafa Pascha von der verzweifelten Lage der Verteidiger. Dieser reagierte sofort und ordnete einen zweiten Großangriff an.
Als der Morgen des 7. August graute, stürmten rund 8000 osmanische Soldaten gegen die Festung an. Die Verteidiger taten ihr Äußerstes, um sie aufzuhalten, aber die Mauern hatten mittlerweile mehrere große Breschen, sodass der Kampf mehr darauf als davor stattfand. Noch schlimmer war die Lage bei der Bastion von Kastilien, wo eine Handvoll Verteidiger ganzen 4000 Angreifern standzuhalten versuchte. Nun musste Jean de La Valette persönlich eingreifen. Mit den wenigen Rittern, die er als letzte Reserve zurückgehalten hatte, stieg er auf die Mauer und mischte sich unter die Reihen der Verteidiger, die es gerade so schafften, den Wellen der osmanischen Angreifer standzuhalten. Aber dann, nach 11 Stunden unaufhörlichen blutigen Kampfes, zogen sich die Osmanen plötzlich zurück. Den Verteidigern schien es wie ein Wunder, aber es gab durchaus eine natürliche Erklärung. Zufälligerweise hat ein Aufklärungstrupp aus Medina festgestellt, dass das Lager der Osmanen bis auf die Verwundeten und Kranken und wenige Wachtposten verlassen war. Daraufhin hatte sich der Aufklärungstrupp sofort ans Werk gemacht und die Wachen überwältigt, die Wehrlosen niedergestreckt und die Zelte und Hütten in Brand gesteckt. Dann begann sie zu schreien: Victoria, Socorro! Sieg, Rettung ist da! Die Osmanen in St. Elmo bemerkten die Katastrophe als erste. Sie hielten den Spätrupp für das gefürchtete Entsatzheer, sodass sich bald darauf in den Gräben das Gerücht verbreitete, es sei eine tausendfache Überzahl an christlichen Soldaten gelandet. Das schien ziemlich glaubhaft, denn nun stimmten auch die Verteidiger in die Siegesrufe ein und Rauchschwaden stiegen von dem zerstörten Lager auf. Damit waren die Osmanen vollends überzeugt, dass sie zwischen den Mauern und der Entsatzarmee aufgerieben werden würden und zogen sich in aller Eile zurück. Als sie kurz darauf ihren Irrtum bemerkten, schäumte Mustafa Pascha vor Wut. Er schwor, keine Gnade walten zu lassen. Nach diesem zweiten großen Angriff war die Lage in der Stadt so angespannt, dass einige der Ritter vorschlugen, sich ins Fort St. Angelo zurückzuziehen und St. Michael und das Borgo aufzugeben. Der Großmeister wollte nichts davon wissen. Er wusste, dass die Festung, wenn sie isoliert war, einem Beschuss von allen Seiten auch nicht lange standhalten würde und wollte die Bewohner des Borgo nicht im Stich lassen. Er befahl, die heiligen Reliquien und alles andere Wertvolle nach St. Angelo zu bringen und dann die Brücke über den Graben des Forts abzureißen. Die Botschaft war klar: Die Malteserritter würden nicht zurückweichen, selbst wenn das ihr Ende bedeuten sollte. Was sie nicht wussten, war, dass Don García de Toledo nun endlich doch begonnen hatte, in Syrakus eine Flotte aufzustellen. Aber die Vorbereitungen zogen sich immer noch hin. Als Mitte Monat endlich ein Brief von Don García eintraf, glaubte de La Valette nicht mehr daran, dass ihnen die Spanier wirklich zu Hilfe kommen würden. Unterdessen bereitete Mustafa Pascha einen weiteren Sturmangriff vor. Er fand in mehreren Wellen vom 18. bis 20. August statt und traf das geschwächte Fort St. Michael und die Bastion von Kastilien. Laut Kenneth Seton war das der größte und gefährlichste Angriff der Belagerung. Leider wissen wir aber nur sehr wenig über diesen entscheidenden Moment. Die wenigen Quellen dazu widersprechen sich in vielen Punkten. Manche berichten von Details wie Minen, Belagerungstürmen und einem heroischen letzten Kampf von de La Valette, aber moderne Historiker sind sich einig, dass man das alles nicht ohne weiteres glauben sollte. Wie auch immer der Angriff im Detail aussah, er war entscheidend. Ein gewaltiges Sperrfeuer kündete den Angriff an. Es richtete schlimmeren Schaden an den bröckelnden Mauern an als jedes andere zuvor. Darauf folgten am 18. und 19. mehrere Angriffe, die vor allem darauf abzielten, die Verteidiger zu ermüden und den Hauptangriff am 20. vorzubereiten. Für diesen letzten Sturmangriff warf Mustafa Pascha noch einmal alles in die Waagschale und auch der Großmeister mobilisierte alles, was er hatte und befahl jeden, der einen Spieß halten konnte, auf die Mauer. Die maltesische Bevölkerung stellte sich zusammen mit den Rittern zu einem letzten, verzweifelten Widerstand auf. Trotz diesem entschlossenen Widerstand erinnerten die Mauern von Birgu und die Bastion von Kastilien bald mehr an einen Steinbruch als an eine Festung und die Linien der Verteidiger begannen zu wanken.
Aber obwohl die wenigen übrigen völlig am Ende waren, gelang es den Osmanen nicht durchzubrechen. Warum, erfuhr der Großmeister 10 Tage später, als am 31. August ein Gefangener aus dem Lager der Osmanen entkam und berichtete, dass deren Lage genauso verzweifelt war wie die der Verteidiger. Ihre Verluste waren wesentlich schwerer als angenommen. Sie litten unter Hunger und Krankheiten und das Pulver ging ihnen allmählich aus. Trotz dieser Schwierigkeiten erhielten die Osmanen den Druck auf die Verteidiger so gut es ging aufrecht. Aber Mustafa Pascha wusste, dass es nun eng werden würde. Die nahenden Herbststürme würden die Überfahrt in die Heimat immer gefährlicher machen und die Chancen darauf, die Befestigungen zu bezwingen, wurden immer kleiner. Deshalb beriet er sich erneut mit Piale Pascha und sie beschlossen, Medina einzunehmen und dort zu überwintern. Als der Gouverneur der Stadt erfuhr, dass ein osmanisches Heer in seine Richtung marschierte, wusste er, dass seine kleine Garnison keine Chance haben würde. In seiner Verzweiflung suchte er Zuflucht in einer Kriegslist. Er ließ so viele Bauern und Stadtbewohner wie möglich ausrüsten und bewaffnen und positionierte sie auf dem Wall, so dass es aussah, als wäre dieser dicht besetzt. Als die Osmanen dann in Sichtweite kamen, hießen die Kanonen von Medina sie mit einem Kugelhagel willkommen. In der Hoffnung, die Osmanen dadurch abzuschrecken, verschossen sie fast das ganze Pulver und alle Munition, die sie hatten. Dann warteten sie angespannt auf die Reaktion. Und es geschah, was sie kaum zu hoffen gewagt hatten. Die Angreifer zogen sich zurück. Die Soldaten des Sultans hatten nicht die Kraft, eine weitere scheinbar gut verteidigte Festung anzugreifen. Als Mustafa Pascha sie ins Lager zurückkehren sah, war er der Verzweiflung nahe. Am 7. September bemerkten die Wachen von St. Michael erneut Bewegung unter den Osmanen. Aber etwas war dieses Mal anders. Die Osmanen formierten sich neu, ließen Schiffe vor dem Marsa Muschetto patrouillieren und hantierten an ihrer Artillerie herum. Die Verteidiger fürchteten schon, Mustafa Pascha habe wieder etwas ausgeheckt, als am Horizont die Segel einer Flotte in Sicht kamen. Es war Don García de Toledo. Erleichtert jubelten die Verteidiger den spanischen Schiffen zu. Kurz zuvor hatte de Toledo ein Entsatzheer von gut 8000 Mann unter dem Kommando von Ascanio della Cornia, einem italienischen Kriegsunternehmer, in der Bucht von Melieja abgeladen und war nun auf dem Weg nach Sizilien, um weitere Truppen zu holen. Bald verdrängten neue Sorgen die Freude der Verteidiger, denn das Entsatzheer griff nicht wie erwartet an, sondern blieb in seinem Lager bei Medina, obwohl jede Minute zählte. Wie de la Valle später erfuhr, hatte Don García Ascanio della Cornia befohlen, nicht einzugreifen, sondern Malta mit einer Machtdemonstration zu retten. So wollte der Vizekönig seinen Ruf schützen, ohne die spanischen Truppen zu gefährden. Sein Plan schien zunächst auch tatsächlich zu funktionieren, denn Mustafa Pascha befahl, die Belagerung abzubrechen. Am 8. September hatten die Osmanen die Anhöhen zu einem großen Teil geräumt und viele waren bereits an Bord ihrer Schiffe. Aber dann brachten Späher die Nachricht, dass das Entsatzheer sehr viel kleiner war als erwartet, und Mustafa rief sofort einen Kriegsrat zusammen. Dieser beschloss, die Truppen wieder auszuladen und nach Norden zu marschieren, um die spanischen Truppen zu vernichten, bevor weitere Verstärkung eintraf. Als die Osmanen am 11. September in der Nähe von Medina erschienen, ließ de la Cornia seine Männer auf einem Hügel etwa 1 Kilometer östlich der Stadt Position beziehen. Obwohl die Spanier eindeutig in einer überlegenen Position waren, griffen die Osmanen an. Bald schwand ihre Siegessicherheit jedoch, denn die ausgeruhten Truppen de la Cornias waren ein weit widerstandsfähigerer Gegner als die abgeschlagenen Ordensritter. Es dauerte nicht lange, bis Teile der Osmanen die Flucht ergriffen, sodass Lala Mustafa seine Truppen nur mit Mühe zusammenhalten konnte. Schlussendlich konnte aber auch er nichts mehr ausrichten und die Osmanen strömten halb fliehend, halb abziehend zur St. Paulusbucht, wo Piali Pascha sie bereits mit seiner Flotte erwartete. Unter dem Schutz seiner Schiffskanonen gingen die besiegten Truppen an Bord und als die Sonne am 12. September unterging, lief die osmanische Flotte aus der Paulusbucht aus. Malta war gerettet.
Am 14. September begrüßte der Großmeister die Anführer des Entsatzheeres im großen Hafen. Sie brachten Vorräte für die ausgezehrten Männer. Viel brauchte es allerdings nicht, denn von den 6.000 bis 9.000 Mann waren nur noch knapp 1.000 übrig. Insgesamt war etwa ein Drittel der Bevölkerung Maltas tot und viele der Überlebenden waren schwer verletzt. Auch die Osmanen hatten hohe Verluste erlitten. Die Schätzungen gehen stark auseinander, aber die meisten liegen im Bereich von rund 25.000 Toten und 10.000 Verletzten. Tage nach der Befreiung dankte de la Valette dem Papst, König Philipp II. Und Don Garcia für ihre Hilfe. Aber sein Brief lässt ohne weiteres erkennen, dass es sich dabei vor allem um eine Geste der Höflichkeit handelte. Der Großmeister war wütend, weil die Spanier nicht nur riskiert hatten, dass Malta den Osmanen in die Hände fiel, sondern auch die Leben vieler Verteidiger geopfert hatten, um ihre eigenen Ressourcen zu schonen. Nichtsdestotrotz atmete Europa vorerst auf und feierte die Abwendung der großen Gefahr. Die Belagerung von Malta war eines der ganz großen Ereignisse ihrer Zeit und zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass sie der französische Historiker Alain Bondy als das Verdun des 16. Jahrhunderts bezeichnete und der Philosoph Voltaire sich sicher war, dass kein Ereignis bekannter sei als die Belagerung von Malta. Die Menschen Europas hatten die Ereignisse mit Spannung, Angst und Schrecken verfolgt. Aber nun war das Drama von Malta zu Ende. Und es hatte einen glücklichen Ausgang genommen. Die Malteserritter hatten nicht nur ihre Heimat gerettet, sondern auch den Feind an der Schwelle zu Europa aufgehalten. Aber die Kriege gegen die Osmanen waren damit noch lange nicht zu Ende. Schon im nächsten Jahr führte der frustrierte Süleyman einen Feldzug nach Ungarn, wo die kleine Stadt Szigetvár nicht nur seinen Ambitionen nach Wien vorzustoßen, sondern auch seinem Leben ein Ende setzte.